Das hier ist ein Dörrautomat. Kann man benutzen, um Zwetschgen zu dörren oder Pilze. Ich benutze ihn hauptsächlich für die Katzen, nämlich Hühnermägen. Gefrorene Hühnermägen kaufen, auftauen. Die sind jetzt aufgetaut. Die werden jetzt ausgebreitet auf den verschiedenen Etageren. Etagen? Etageren? Egal. Jedenfalls darauf muss man die ausbreiten. So sehen sie aus. Schön flach ausbreiten. Zunächst mal am Stück. Und wenn sie dann so ein bisschen angedörrt sind, dass sie schon nicht mehr so nass und glitschig sind, dann schneiden. Nicht zu lange warten mit dem Schneiden, sonst schneidet man sich einen Wolf, sonst werden sie nämlich hart und zäh. Aber jetzt im Moment sind sie einfach noch ein bisschen zu feucht. Und während man die ausbreitet, muss man natürlich achten, dass einem die Katzen nicht die Hälfte stehlen. Der Kater sitzt da schon und wartet. Und hofft, dass vielleicht das Telefon klingelt oder ich sonst viel vergesslich bin. Dass mich irgendwas daran hindert, hier Wache zu schieben. Denn der liebt die Hühnermägen natürlich roh genauso sehr wie gedörrt. Nur gedörrt sind sie besser als Belohnung, weil sie außerdem auch noch zur Zahnreinigung gut sind. Die sind nämlich ganz schön schwer zu beißen. Es muss immer nur gerade so viel Platz zwischen den einzelnen Teilchen bleiben, dass die Luft gut durchzirkulieren kann. Wer muss da weinen? Der arme Kater. Also bei mir ist es so, dass ich auf die Etageren meines Dörrapparates genau drei Päckchen Hühnermägen bringe. Die werden dann natürlich im Laufe des Trocknungsprozesses noch ein bisschen schmaler, diese Streifen, wie Leder. Das heißt, also ich habe noch keine Katze getroffen, die nicht geil drauf war. Und wenn sie sich das dann so richtig reingeknupschelt haben, ist das auch noch gut für die gegen den Zahnstein, also gegen Zahnbelag. Okay, nun sollten unsere Hähnchenmägen fertig gedörrt sein. Ja, genau so. So sind sie gut. Moment, wir müssen bloß mal irgendwo ein bisschen mehr Licht herkriegen. So sehen die dann aus. Hat eine Katze ganz schön drauf rumzubeißen, was natürlich sehr, sehr gut ist, falls sie Zahnstein oder ähnliches hat. Es ist zäh wie Leder, duftet für Katzen unwiderstehlich. Ich bewahre es immer im Gefrierfach auf. Das heißt, ich fülle es einfach ab in Gläser. Dadurch, dass die relativ trocken sind, wie gesagt, so lederartig, kann man sie auch gut einzeln entnehmen und ich gebe dann immer so zwei, drei Stück ab.
Im Sommer kriegen sie die sogar gefroren. Das mögen sie auch gerne. Im Winter taue ich sie halt immer auf. Das heißt, ich weiß, ich werde am Tag so an die 8-9 Stück verfüttern pro Katze. Nehme ich die halt morgens aus dem Gefrierfach. Dann sind die längst aufgetaut, bis die Katze drauf besteht, was zu kriegen. So. Ich nehme da immer so Kaffeegläser. Dadurch, dass die eckig sind, kann man die auch ganz gut im Gefrierfach unterbringen. Nehmen sie nicht so viel Platz weg. Wenn man sie zu hart werden lässt, kann es sein, dass die Katze nicht mehr richtig beißen mag. Sollte man eine Katze haben, die schon älter ist und weniger Zähne hat oder Zahnprobleme grundsätzlich, dann kann man ihr auch solche Dinger trocknen, aber dann nimmt man sie halt raus, solange sie noch ein bisschen weicher sind. Dadurch, dass ich sie ohne dies im Gefrierfach unterbringe, bleiben die ja auch haltbar. Trocken habe ich mich noch nicht getraut, sie aufzubewahren, also ohne Gefrierfach. Möglicherweise müsste man ihnen dazu noch mehr Feuchtigkeit entziehen. Da wollte ich es nie drauf ankommen lassen. So, was vielleicht auch noch wichtig ist oder angenehm, dieser Dörrapparat, der ist spülmaschinenfest, also zumindest die Etagen. Die kann man so übereinander in die Spülmaschine packen. Da nehmen sie auch nicht mehr Platz weg, als da ist. Und das kommt dann wieder blitzsauber dabei raus. Okay, das sind jetzt also die Hühnermäckli. Kätzli! Komm, komm, komm. Kätzli? Kätzli? Wollt ihr Geschenke? 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 Ja, Geschenke.